Hallo? Was kann man treffen? 20 20 wieder. Das sieht gut aus, Mensch, toll, dass ihr das wieder auf die Beine stellt. Christian, so obligatorische Frage. Gibt es irgendwas Neues an Maschine oder sonst was für dieses Jahr, ja, 2023? Wir haben euer bisschen Highlight. Wir haben da einen Flug. Ja. Der war wohl die Pferde, der ist Baujahr um die 1900. Und den haben wir von einem Kamerad vom Reisensport gekriegt. Den hat und Josef hergerichtet, sauber gestrichen und der Holzwurm entfernt. Und das ist schon ein Highlight und hat dazu noch ein Gedicht hingehängt, der heißt Das Schwert und der Flug. Und ist ein interessantes Gedicht. Und ja, das war's. Okay. Und das muss man sich jetzt so vorstellen: Da hat man früher dann entweder euer zwei Pferde hinter oder auch ein Ochs, glaube ich. Oder Kühe, gell? Ja, Kühe auch. Und kann mich noch erinnern, in Bündfurt war immer ein Bauer, der ist mit seinen Kühen gefahren und hat mir Simon gesagt. Ja. Weißt du das noch? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das war immer ganz interessant, der ist mit seinen Kühen immer St. Martinskirch da unten gefahren und da war ein riesen Stau. Und der ist immer mit zwei Kühen gefahren und hat so einen kleinen Wagen gekriegt. Das war interessant. Und dann hat er quasi mit den Pferden oder Kühen oder Opfer das Feld mit so einem Schar umgebrochen, geblickt. Und der Bauer hat nicht dahinter herleiten. Wow. Ja, bei uns haben selber am Hof, da hat man so kleinere Geiler gehabt. Der Russergeiler hat man da gesagt. Mhm. Da war mein Opa, der hat den gut verschwunden und die war jetzt halt immer kleiner. Aber bei uns hat man so rausgegangen. Aha. Da hat dann der Bauer auch einige Kilometer am Tag zusammen gebracht. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ja. Ja, prima. Sehr interessant, Christian. Vielen Dank. Solche tolle Sachen, Getreidesachen, die man auch vielleicht gar nicht mehr so kennt. Hättest du mal uns jetzt vielleicht zwei, drei Sachen erklären? Und ich sehe jetzt gerade, das kenne ich auch nicht mehr, Bartweiß. Wollt ihr es einmal mitnehmen? Also, für mich als Laie sehe ich schon mal, der hat lauter so Stacheln hier. Kannst du da ein bisschen mit erzählen? Ja, früher war 50 Jahre, aber dir um die Ortschaft herum geht, wegen der Spatzen. Wegen der Spatzen, die Vögel? Ja. Und heute haben die in der Nähe vom Wald wegen Wildsau, weil da gab es keine Wildsau nicht mehr. Da gab es keine Wildsau. Das ist der Normalwalzer und das ist der Bartwalzer, aber der ist genauso wie der. Kann man den Bartwalzer jetzt genauso dann fürs Mehl verwenden? Genauso. Genauso. Nur die Bartwalzer. Aha. Also wenn das Vieh quasi nachkommt, dann stoppt wird das, oder? Also, erst, früher haben wir nicht gesehen, aber 50 Jahre alt, gut Bartweizen bin ich sehr. Und hier hat der Löhne, wenn das geht, und immer da, steht mal, wo da Witze kommen. Und das habe ich gar keine Ahnung gemacht. Okay, toll. Thank you.
liebe Oldtimer-Freunde, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen.